Moin moin Leute und Seitzer, herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Menü. Ja, wie ihr vielleicht wisst, oder wie ihr vielleicht jetzt seht, habe ich ein neues Mod-Menü herausgefunden, welches im Online laut meines Wissens funktionieren sollte. Falls dem nicht ist, schreibt ihr es, oder falls euer Spiel einfach dann abraucht, schreibt ihr mir es einfach bitte in die Kommentare. Das wäre sehr nett. So, natürlich Links zu den Download-Links stelle ich in die Videobeschreibung, was ich natürlich, wie bei jedem Mod-Menü sage, ich sage euch nur, wie es funktioniert. Wenn ihr dafür gebannt werdet, ist das euer eigenes Problem. Ich habe das Mod-Menü von einem anderen Video, da wurde einfach nur das Gameplay, da wurde einfach nur gespielt, das Spiel, mit diesem Mod-Menü. Und so ehrlich muss man ja auch sein, dass ich das auch von einem anderen Video habe. Und dass ich mir dann von diesem Video die Download-Links jetzt gerade geholt habe. Natürlich werde ich auch von dem Video die Download-Links euch reinstellen. Und die müsst ihr euch dann einfach nur von den beiden Seiten downloaden. Also es sind zwei Download-Links, die müsst ihr einfach nur downloaden. Ja. Natürlich stelle ich euch auch das Video für vom Gameplay, was derjenige dann gemacht hat. Ich weiß gar nicht seinen Namen, aber das stelle ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, wenn ihr sehen wollt, wie der damit gespielt hat. So, was wir brauchen ist der GTA 5.exe Launcher. So, machen wir mal Rechtsklick mit drauf, Dateifahrt öffnen. Dann öffnet sich hier der Dateifahrt. Wer hätte das gedacht? So. Wir haben einmal Script Hook. Da müssen wir von Script Hook einfach mal die DLL-Datei da reinschieben. Yo. Und die Dinput. Yo. Dann haben wir hier den anderen Download-Link. Den Min-Neu-Release. Was haben wir da alles drin? Oh Gott, wie heikel. Okay, Jump Around Moon. Okay. Das fügen wir hier einfach mal ein. Die Menu ASI.ASI, ja, wollen wir. So, und dann würde ich sagen, nachdem wir dann das eingefügt haben, sehen wir uns einfach mal im Spiel wieder. Bis gleich. Angekommen in GTA sehen wir den lieben Franklin, mit dem wir jetzt versuchen werden, das Mod-Menü zu starten. Dazu drücken wir nicht die Taste F4 wie gewohnt, sondern die Taste F8. Ja, da sagt das uns was. So, wir drücken die direkt neu mal. So, jetzt sind wir da, wo wir wollten. Wir sehen, es hat sich geöffnet. Jetzt können wir uns hier spawnen, was wir wollen. Spawn. Ach, ist falsch gegangen. Hier da unten Supergas, wo wir uns spawnen. Muscle Car. Das Coole ist, hier kann man jetzt auch sehen, wie der Wagen denn aussieht. Das finde ich wirklich ziemlich nice gemacht. Und ja, der Rest sollte uns eigentlich selbsterklärend sein. Natürlich packe ich euch das Video, die Videobeschreibung. Wieso spawnt er jetzt nicht? Gut. Hoffe, ob der Adder funktioniert. Jo, der Adder funktioniert. Musik aus. So. Der Adder funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht sind das jetzt die Custom-Autos, die dann noch nicht funktionieren. Weiß ich jetzt nicht. War vielleicht auch Vorführeffekt. Ich weiß es jetzt selber nicht. Ich probiere es gerade selber zum ersten Mal aus. Wie wir sehen, sollte es auch eigentlich im Online-Modus funktionieren. Denn hier oben sehen wir, müssen wir einmal raustappen. So, hier steht auch Online-Players und wieso sollte man im Off, wenn man offline spielt, Online-Players stehen? Und
Da denke ich, dass das auch im Online spielbar sein sollte. Wie gesagt, wenn ihr ein Problem habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ansonsten drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.